Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zur letzten Woche des Retro Battles. Und heute ist mein Wunsch dran. Und ihr seht schon und hört an dieser fantastischen Musik. Es ist Fortress of Fear. Ich habe mir das gewünscht, weil... Naja, es ist Fortress of Fear. Das Spiel ist irgendwie gefühlt in den kollektiven Gedächtnis von allen Gameboy-Spielern. Hat sie das fest eingebrannt. Und ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, warum. Es ist ein früher Titel. Und wenn man es neutral betrachtet, ist es eigentlich gar nicht so gut. Es hat schon einige Schwächen, aber irgendwie ist es überall beliebt. Aber hey, wollen wir mal gucken. Die Regeln. Man spielt so lange, bis man keine Leben mehr hat und dann gewinnt die höchste Punktzahl. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Ich habe so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es hier nach links ein Goodie gibt, womit man schön sich Punkte holen kann, aber der Sprung ist riskant und ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Aber mit dem Schlüssel machen wir jetzt hier schon mal schön die Kiste auf, damit wir auch entsprechende Punkte bekommen. Ich glaube, man kriegt auch da Punkte. Müsste eigentlich. Und diese Musik, ey. Herrlich, oder? Herrlich, sage ich euch. So. Bisher läuft es ja gar nicht so schlecht. Das Tricky an dem Spiel sind die Sprünge. Die haben mich schon auf den Gameboy zur Verzweiflung gebracht, weil die ganz einfach nicht so einfach auszuführen sind. Deswegen werde ich hier auch auf Nummer sicher gehen. Wie gesagt, ist schon etwas länger her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber diese Musik, oder? Ah. Nein! Shit! Ich sag euch, die Sprünge. Hat's euch eigentlich auch damals so enttäuscht? Man sieht das Cover, sieht diesen barbarenartigen Krieger, der mit dieser Schlange ringt und so weiter. Und dann schaltet ihr das Spiel und dann hat man so ein Lulli da. Also, ich hoffe, ich versage nicht in dem Spiel, weil wenn ich es mir schon gewünscht habe, dann will ich ja zumindest nicht letzter werden, ne? Also, ich weiß, dass gleich ein blöder Sprung kommt auf jeden Fall. Nämlich so. Und das ist nämlich eine der Schwächen des Spiels. Man muss jetzt quasi relativ blind springen und hoffen, dass man auf die Plattform trifft. So, die Fledermaus erledigen wir mal. Gibt es schon Punkte? Wobei man ja sagen muss, dass der Typ für seine Ritterrüstung erstaunlich agil ist, ne? Also als Kind fand ich das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr hart. Aber diese Musik, die hat sich einfach eingebracht. Ich weiß gar nicht, ob der Kanonenball jetzt alle paar Sekunden kommt. Anscheinend nicht. Schießen echt nur einmal? Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass sie mehrmals schießen. So, jetzt hat man die Wahl, nach oben oder nach unten zu gehen. Ich weiß gar nicht mehr, was besser war. Ich gehe aber mal nach oben. Ach, unten ist der Schlüssel, okay. Ich hole mir zwar den Schlüssel, um eine Kiste aufzumachen, weil es geht ja nicht darum, wer am weitesten kommt, sondern wer mehr Punkte hat. Ah, Potion of Healing. Punkte hätten mir, ehrlich gesagt, besser gefallen. Aber gucken wir mal. Ah, diese Musik, ey. Bei dem Musikdesign, das haben sie echt klasse gemacht. Echt fantastisch. Das hat sich bei mir so eingebrannt irgendwie. Aber ich glaube, bei euch auch, oder? Genau. Das fand ich auch damals sehr cool. Weil man nämlich dann quasi... haben sie mich getroffen. Weil hier kann man sich eigentlich bei den Leuten immer gucken, wie weit sie gehen. Und die haben ihre festen Pattern. Und dadurch kann man sie dann relativ gefahrlos ausschalten. Ich ärgere mich, dass ich jetzt ein Leben verloren habe. Mal gucken. Ich hoffe, dass meine, in Anführungsstrichen, Punkteoptimierung... Ich weiß, man hätte wahrscheinlich hier und da mehr Punkte rausholen können. Dass ich da einigermaßen ja einen kleinen Vorteil erarbeite.
Mal gucken. Deswegen gehe ich auch etwas so ein bisschen vorsichtiger vor, weil ich glaube, das ist auch die richtige Strategie. Nein! Shit. Ha, gucken wir mal. Also es läuft zumindest nicht komplett scheiße, würde ich sagen. Ah ja, hier, gib mir Punkte, gib mir Punkte. Ich weiß, es ist blöd, aber ich habe... Ah, der Boss, okay. Ich glaube, das Pattern habe ich noch einigermaßen im Kopf. Na, komm her. Man musste immer zwischen der und der Plattform hier wechseln. Genau. Ich glaube, dann kann man hier nach unten. Ich bin mir nicht sicher. Genau. Zack. Dann kam es, glaube ich, nach oben. Wenn ich das richtig... Genau. So, jetzt gehen wir wieder hier nach oben. Na, komm her. So, kriegt da noch einen Schwinger mit. Dann geht er hier wieder nach oben. Ja, ja, die Pattern, die habe ich noch gut drauf. Ja, komm her, komm her, komm her. So, jetzt gehen wir wieder nach unten. Ich versuche mal so, nur so ein bisschen, nicht, dass ich zu weit fliege, ne? Also, wie gesagt, ich spiele lieber auf Nummer sicher auf jeden Fall. Komm her. Es ist aber echt geil, ne? Dass sich so teilweise so Sachen aus der Kindheit so eingebrannt haben, dass man sowas wie so ein Boss-Pattern irgendwie noch drauf hat, oder? Das habt ihr bestimmt auch so bei manchen Spielen, oder nicht? Jawohl, so. Ah. Da haben wir erst Boss erledigt. Okay. Schon mal kein Komplettversagen, würde ich sagen. Ach, shit. Ah, ja, hier fängst du an mit diesen Feuerbällen fliegen, oder was das auch sein soll. Hier habe ich als Kind, bin ich denn oft gescheitert, aber echt oft. Gucken wir, dass wir Spinnen erledigen. Dann will ich mir auf jeden Fall unten noch den... Genau. Man kriegt dann nämlich Fallschaden, außer man holt sich dann später die Stiefel. Ja, ja, ist. Ah, verdammte Hacke. Aber immerhin fängt man den gleich wieder an, ne? Ja, ja, komm. Ja. Immerhin verliert man immer nur ein halbes Herz. Ah, ja, gut, werde ich das jetzt überleben sollen. So. An diese Stellen, ich weiß nicht, die haben sich echt so eingebrannt und ich weiß gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. Diese Szene hier, ich habe die so oft als Kind gespielt. Ich glaube, man konnte hier rüberspringen. Ja. Ah, wir haben extra Leben. Sehr cool. Haben wieder ein bisschen mehr Puffer. Ich gehe mal unten lang, obwohl hier die Dings kommt, weil... Punkte. Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Mädels, wir brauchen Punkte. Aber ich glaube, gleich kommt ein ziemlich trickiger... Ah. Ach genau, und die Wassertropfen. Ah, verdammte Hacke. Ich frage mich jedes Mal, warum so Wassertropfen in Spielen ja ganz gerne immer... Na, komme ich da hoch? Ja, sehr schön. Ich glaube, hier waren denn die Stiefel drin, ne? Ja, sehr schön. Weil so springen wir höher und kriegen keinen Fallschaden. Man konnte hier rüber, ne? Ja. Die ganzen Insider-Tricks, die habe ich noch drauf. Wie gesagt, das hat sich so dermaßen eingebrannt. Und ich meine, die Stiefel brauchte man auch für diesen... Ja. Fuck! Ich habe die Stiefel natürlich nicht mehr. Dadurch ist der Sprung, glaube ich, nahe unmöglich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe noch das eine Leben. Ich versuch's einfach mal. Ah, verdammte Hacke! Ich wusste es. Dieser Sprung, der hat mich auch schon damals immer zur Verzweiflung gebracht. Naja, aber ich würde trotzdem sagen, die Leistung war relativ solide, hoffe ich. Wie man sieht, 12.950 Punkte. Könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Also, mal schauen, wie sich die anderen schlagen. Und ich danke euch, dass ihr reingeschaut habt, ihr fantastische Menschen. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.